Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen kurzen Projekt. Ihr seht schon, wir haben hier eine kleine Ziege. Wir spielen eine Runde mal den Goat Simulator. Bin mal gespannt, wie viel Story in diesem Spiel steckt. Auf jeden Fall, was mal was kurzes anderes. Ja, legen wir mal los hier. Wir sind eine liebe Ziege. Wir stehen ja schon eine Weile rum, nichts gemacht. Deswegen ist ja Heiligenschein am Start. Den wollen wir doch gleich mal entfernen, ja? Kaputt. Geh kaputt. Oh ja, kann man Sachen rumschubsen. Ausgezeichnet. Ich habe hier schon mal ein kleines bisschen angespielt. Irgendwie kann ich hier meine Aufgaben, die da drüben an der Seite, die da, die Quests, die kann ich irgendwie nicht zurücksetzen. Habe ich zumindest nicht gefunden. Egal, macht nichts. Wir fliegen hier erstmal eine Runde durchs Haus. Da sitzen zwei Leute. Ein Brustzieger. Ja. Mach sie alle platt. Du geile Ziege. Warum hat die immer noch einen Heiligenschein? Und die Augen, Alter, die Augen. So, schau mir nochmal deine Augen. Geil, Alter. Geil. Huch, ja, ja, Blumen. Gucken wir uns hier mal noch ein bisschen um. Aha. Oh. Ja, komm schon. Ja. Oh ja, der steht doch perfekt. Wieso sind da die Lampe umgefallen? Warum liegen da oben Blumen? Habe ich halt nur die Blumen durch die Wand durchgeschubst? Ja, ich wollte ihn durch die Fenster. Durchs Fenster, Junge. Ja, nein. Ah, falsch. Nicht ganz korrekt. Ja, nicht durchs Fenster. Hau ab, du blöde Couch. Gib's weg. Noch ein bisschen Platz hier, ich will euch das Fenster raus. Und los geht's. Oh, hier. Jetzt. Oh. Rakete? Zum Anlecken? Ey, leg die Rakete an. Los, jetzt. Anlecken. Dumme Ziege. Au. Huhu, Fireworks. Lol. Fuck you. Hey, die liebe Ziege. Airtime Normal. Ja, die meine, die Quests, die nerven mich ja tierisch. Scheiß doch auf. Scheiß auf die Quests, wir wollen ja alles zerstören. Fertig. Okay. Oh Mann, ey. Eigentlich wollte ich hier übrigens mit Webcam aufnehmen, aber... Also mit Facecam, in dem Fall. Oh, hier habe ich es nicht so richtig gebacken gekriegt hier mit Windows 8, das ja gleichzeitig aufnimmt und ich spielen kann irgendwie. Sehr merkwürdig das. Potte! Wieso sind ja die Autos kaputt? Ich war hier noch nicht mal. Huch. Aha. Huch. Grill. Alter. Alter. Oh, voll weggeschaut. Die brennt. Scheiß die Wand an, ey. Ich lösche dich. Ich lösche dich. Ja, hab sie gelöscht. Shit. Na, komm mal mit. Schön im Kopf ziehen. Ja, fein. Ja, komm mal mit, ja. Oh, ein bisschen weiter weg machen hier. Oh, geht aber weit weg. So weit weg will ich nicht. So ist gut. Ja, ja, schön mit irgendwelchen komischen Grafikfehlern, Physikfehlern. Was ist das? Das sind das Goat-Statuen. Das ist bestimmt sowas wie Score. Wo ist denn die nur hin? Bitte Ziege. Ja, dann gehen wir halt hier rein. Mir doch egal. Ah, ins Café. Coffee stained. Die kleinen Vororte sind ja berühmt für ihre Ziegen, die einfach mal so durchs Fenster springen. Oh, komm, lass mich doch hier durch. Oh. Oh, da war ja jemand. Kontakt. Ich stehe auf ihm drauf. Schön. Ich will ja raus. Mann. Ah, ich muss ja alles kaputt machen, damit die hier rauskommen.
Alter, was macht er denn? Ein Boxsack. Ist jetzt. Dululu. Ah, geiler Arsch der Ziege. Hm. Boah, hat der eine lange Hand gekriegt, oder was? Lass mich einfach hier raus. Ich hasse dieses Haus. Also in Häusern bewegen ist echt schwierig. Oh, da hängt auch noch jemand. Bin ich hier hinten frei? Oh. Ja. Nein, jetzt hängt sie mit dem Fuß drin. Ja, sehr gut. Und noch natürlich das Schild in der Hand, oder? Ja, ist klar. Ist klar. Was die können, kann ich auch. Man kann den Ragdoll-Modus aktivieren. Dann kann man sich so ein bisschen durch die Weltgeschichte kullern. Toll. Platz hier. Oh, noch eine Rakete. Come on. Weehee, Fireworks. Alter. Nein. Oh. Alter, was geht denn hier mit dem? Hinterher. Ziege, steh auf. Los, hinterher. Oh, geil. Okay, den schnappen wir uns. Und... Oh. Okay, also ein LKW kann man ja nicht wegbrushen. Während der fährt zumindest nicht. Wahrscheinlich, wenn er stehen würde, könnte man... Wie den da? Alter, der ist ja voll kaputt. Butthead Car. Da kann man bestimmt nicht rein. Oh, da hoch will ich. Ich will da hoch. Lass mich da hoch. Oh. Trampoline. Ja. Cool. Ah. Es bewegt sich von alleine. Wenn man aufkommt, prallt man in irgendeine Richtung ab. Okay. Und jetzt auch. Ja, oh, perfekt. Oh, guck mal, da ist sogar eine Ziegenstatue drin. Ist ja gut. Kommt man da irgendwie rein? Der Hals, Alter, der Hals. Ah, ist es nicht toll? Ich will jetzt rein. Ey, lass mich da jetzt rein, du Scheißding. Ich komm nicht rein. Dann komm ich nicht rein. Na gut. Okay, das wird mich doch wegblasen, oder? Er bläst mich nicht weg. Oh Mann, jetzt bin ich enttäuscht. Ich wollte, dass mich das wegbläst. Oh, geil. Kran. Gib mir den Kran. Sei mein Kran. Wow. Voll die Jumping-Ziege, ey. Cool. Jetzt gibt's hier alles noch zu entdecken und kaputt zu hauen. Alter. Ah, kommt mir irgendwie hoch. Was ist das? Oh. Ah, okay. Das ist jetzt nicht so viel passiert. Auto Schrott. Mann. Ja, also ihr merkt schon, das ist wirklich ein tiefgreifendes Spiel. Hat so richtig Wert auf Story. So wie ich das mag. Das Level-System finde ich auch toll. Und die Skills vor allem, die man immer schön aufleveln kann. Ja, Erfahrungspunkte kriegt man ja auch für ziemlich viele Sachen, die man so machen kann. Mensch. Da können sich diverse Rollenspieler echt noch ein Stück weit von abschneiden, ne? Und von der Erzählkraft her ist da Metal Gear und Final Fantasy gar nichts dagegen. Luftige Höhen. Low Gravity. Irgendwas Facility. Hm? Auf jeden Fall rennt die Ziege relativ schnell. Und hat einen ziemlich langen Hals. So. Ob ich da hinkomme? Oh, geil. Na, perfekt. Ja, das ist doch meine Mother of Ziege, ey. Ach, leck mir am Arsch. Leck mir am Arsch. Eigentlich würde ich den wegkicken. Stand jetzt grob plus minus? Hab ich da rüberkommen? Mit Rennen so? Komm, das probieren wir jetzt aus. Geronimo! Oh, scheiße, ich bin nicht gesprungen. Ding, ding. Hui. Boah, oh, oh. Weiter. Mehr Zerstörung. Können wir da hoch? Jetzt
Probieren wir noch mal aus, ob man da irgendwie hochkommt. Nein! Nein! Nicht festhalten. Mit dem Kopf. Einfach da hoch. Einfach da hoch. Komm, bei diversen Spielen schafft man das doch auch. Oh, das ist bestimmt hier so eine Art unsichtbare Mauer oder so. Ich habe doch davon schon was gerochen. Oh ja. Na, oh. Los, komm. Ich will da hoch, ey. Ja. Was war denn das jetzt hier? Hä? Da ist doch gar nichts. Wenn Sie jetzt etwa so viel Beispiel an diversen Simulatoren spielen? Kann ich mir kaum vorstellen, ey. Oh, hier ist ein übelstes Mega-Loch. Einfach mal ein Loch gelassen. Wall-Jump. Gibt's nicht. Da geht's hoch. Oder was? Los, komm schon. Doing, doing. Oh. Upsi. Oh, geil. Warte mal, ein Tor schießen. Mit einem Basketball ein Tor schießen, ist ja klar. Like Slatten. Slatan. Schlatan. Weg damit. Baggio. Like Baggio. Ich kenne den Fußball wahrscheinlich nicht aus. Das ist bestimmt irgendein berühmter Fußballer. Ja, so viele Tore mit seinem Ziegenkopf macht oder so. Alter! Leck mir. Au! Oh, oh, oh. Die arme Ziege. Wenn jetzt Ziege da rein. Oh, fuck. Arschloch. Los, komm, aufstehen. Nicht so lange. Bisschen mehr. Nee, geht nicht weiter. Okay. Und dann gehen wir wieder in die Star. Oh, geil. Ach, oh, das muss jetzt sein, ey. Und der steht noch da. Leck mich am Arsch, ey. Ich tank noch eine Runde. Du tankst ja gar nicht mehr. Ey, wie er sein Bein gleich mal nach innen knickt. So, in die Verkehr. Oh, scheiß jemand. Nochmal. Wie weit der auffliegt, ja? So, ich möchte gerne Kekse. Kekse, 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 Kekse. Ein Coke? Das sieht doch gar nichts, ey. Hallo? Alter, wie der fliegt, ey. Wie der... Oh. Kann man auch nach hinten treten? F? F, F ist Slow-Mo. Leck mich am Arsch! Ja, auf der anderen Seite sehe ich bestimmt das Bein. Das hat mich so tierisch an Perfect Dark auf dem N64, wo ich da mal... Alter, zerlegt er die ganze... Das gibt's doch nicht! Mann! Lass mich hier raus! Ja, Michael Bay. Ja, whatever. Mann! Hau ab! So, jetzt auch hoch das Beinchen und raus hier. So. Ja! Ich hab's gewusst. So, und jetzt anlecken. Lecken. Geht nicht. Hm, geht wirklich nicht. Schade. Einfach mal so, blups. Alles klar. Das ist die Ziege mit den Megakräften irgendwie. Boah, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Ist das geil. Okay, warte jetzt, ja. Genug hier an der Tankstelle rumgegangert. Genau darauf habe ich gewartet. Na, Mannschige. Ziggy. Du bist immer so komisch. Ziggy. Wasserrutschen, Wasserrutschen. Und. Na. Ah. Naja, kein Bock ja. Sieht doch steiler aus. Oh. Naja. Ah, das war jetzt komisch.
sehr komisch. Und hier nochmal was anderes. Come on. Die lässt sich einfach fallen an der Stelle, ey. Statt weiter zu rennen. Look, Mom. I'm flying to the tree. Bam. So, hier sind wir gestartet. Tja. Oh, das ist eine Hüpfburg. Oh, geil. Eine Hüpfburg, sag ich schon. Eine Burg. Oh, andere Ziegis. Oh, ist ja toll. Headbutt the goat. Plop. Plop. Oh, einfach weggepennt. Und nochmal in Zeitlupe. Cool. Okay, jetzt wir machen ein ganz normales Ziegenleben jetzt. Wir laufen hier das Ding hoch. Am besten seitlich. Wie eine echte Ziege das auch machen würde. Und jetzt gehen wir da rein. So. Oh, verkleck mir am Arsch. Was ist hier los? Goat Castle. Geil, oh. Da muss man gleich mal alles zerstören hier. Na. Ja. Broke eine Vase. Mach ein bisschen alles kaputt. Schickidallig. Hui. Was ein Thron hat er. Cool, die machen sogar einen Knicks. Wie geil. Jetzt setzen wir uns auf den heiligen Ziegen. Sitz. Goats for the Goat Throne. Errungenschaft freigeschaltet. Ich bin die Goat Queen. Juhu! Ich will da nochmal rein. Ich will die anderen Ziegen auch wegbashen. Vor allem die da will ich wegbashen. Doch, muss ich die rauslecken? Komm her. Ich kann die nicht lecken. Warum kann ich die nicht lecken? Dulululu. Die Goat Queen. Ja, wie heißt denn nicht die männliche Ziege? Ist das ein ein Ziegerichsan sozusagen? Was ist denn hier los? Mein Gott. Stirb. Bam. Ja, alle meine Untertanen werden geziegt. Bis auf der letzte. Den versuche ich jetzt mitzunehmen. Ja. Ich habe ihn an der Zunge. So, jetzt werden wir raus teleportiert, mein kleines Schätzchen. Oh fuck. Oh fuck. Da ist sie. Ja, mein Ziegenfreund. Da oben ist ein Stoppschild. Da oben ist auch ein Stoppschild. Und jetzt. Yes. Alter, es ist explodiert. Ich sehe nichts. Da ist eine Matratze drin. Okay. Ich habe immer normalerweise hier oben wohnt. Das war echt sehr schön zu sehen. So, was haben wir hier noch Schönes? Ein Fahrrad. So, mit dem Fahrrad voll platt gemacht. So sieht das doch gut aus. Und da Axt, da war eine Axt drin. Und da oben ist ein Fahrrad. Warte mal, das kann man hier drauf jumpen. So doingi, doingi. So blöd. Hier gibt's so viel zu entdecken in dieser Welt. Oh mein Gott. Boah, Alter, sind ja viele Äxte. Ja, damit. Ich wollte die Axt mitnehmen. Okay. So, was kann ich jetzt mit der Axt machen? Kann ich die irgendwie, kann ich mit der Zunge irgendwie was machen? Was ganz Tolles? Oh, hier guckt man jetzt in die Keybindings. Formel bei der Stream, ne? Zoom in, Attack, Lick, Bah, Toggle, Rector, Look, Trick, Trick, mhm. Slow Motion, Special Use, ah. Oh, da fallen tote Ziegen vom Himmel, alles klar. Ja. Ah, cool, okay, so können wir das drehen. Da müssen wir jetzt bloß noch im richtigen. Was rennt denn die weg? Nur weil ich eine Ziege mit Axt bin, oder was? Da müssen wir jetzt nur noch im richtigen Moment die Zunge loslassen.
Nee. Und jetzt auch. Lass es, komm schon. Naja, nicht so recht, aber. Boah, jetzt nicht so geil, ja. Get hit by truck, ne? Es erinnert mich ein bisschen an Treasure Skate and Destroy. Für die PlayStation 1. Ein wunderschönes Skaterspiel. Mit einer wunderschönen Art des Schmerzes. Hier kommt ja auch nichts Besonderes. Hier kann ich dir wenigstens den rauchenden Kamin kaputt hauen? Auch nicht, ja. Oh, ist ja voll doof. Was gibt's hier noch zu entdecken? Und da. Ob er da hochkommt irgendwie? Ob er da hinkommt? Wir probieren es aus, da oben sind Fackeln. Oder Dingsen hier, na, Leuchtfackeln. Ja, doch, stimmt schon, Fackeln. Das Ziegel geht auch ab zur Leuchtfackel. Oder sind das... Okay. 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 Okay, fuck you. Was geht denn hier ab? Ist hier ein paar Ziegen opfern? Alter. Was geht denn jetzt ab? Oh mein Gott. Blood for the blood goat. Krass. Wie die Ziege jetzt aussieht, voll geil, Alter. Aber immer noch ein Heiligenschein. Ist das geil. Das können wir gucken, uns die Ziege. Was ist denn das? Achso, das ist so eine Ziege, die jetzt hier geopfert wurde, die weggeflogen ist anscheinend. Alter. Die Black Ziege. Boah, krasse Wurst, Alter. Krasse Wurst. Voll die Teerziege. Ohne Scheiß. Kann ich mit 2 und 3 noch was machen? Nee, schade. Slow-mo. Ist das geil, Alter. Okay. Ja, jedenfalls sind wir jetzt hier die Devil-Ziege. Wir sind schon die Queen-Ziege, wir sind die Devil-Ziege. Boah. Tja, ich will immer noch da hoch. Sei die Devil-Ziege. Spider-Ziege wäre natürlich noch ein geiles Ziel, ja. Tall Goat? Unlocked Tall Goat? Warum das? Was? Hoch da. Ja. Guck dir das doch mal an, wie schön das hier aussieht. Ja. Oh, fuck you. Hat mich jetzt hier die unsichtbare Mauer weggesprengt. Weggeschubst. Oh Mann, ich wollte ja weiter. Schade. Unsichtbares Mauerlein. Tja, jetzt sind wir den Ziel aber auch nicht viel näher gekommen, ja. Ist das krass, ey. Leck mir am Arsch, du. Aber ganz wichtig ist mit diesem Heiligenschein. Sind das Blätter oder sind das Ratten? Ratten wären noch geil. So richtig mal als Ziege so Ratten wegbashen. Alternativ kann man sich ja auch als Ziege einfach mal ein bisschen rollen. Juhu! Juhu! Ich bin die Frockerziege. Leck mir am Arsch. Scheiße, absolut. Absolut. Was ist hier? Kann man das aufmachen? Kann man da drüber? Ja. Warum kannst du hier aufmachen? Das ist doch Zaun. Warum kann ich keinen Zaun aufmachen? Ich bin eine Ziege. Lass mir den Zaun aufmachen, du. Die heilige Anti-Ziege. Ja, und die einfach weggeschubst von der unsichtbaren Mauer, das ist blöd. Hier sind noch andere Menschen. Was geht hier? Fight! So, hab ich jetzt gewonnen?
Round 2. Round 3. Hey. Oh, fuck, die schlägt ja zurück. Die schlägt zurück, die blöde Ziege. Geil. Ein Multiplayer-Modus, das wäre noch mega fett. Boah, ey. Boah. Hier willst du mich verarschen, du dumme Kackerziege, ey. Hier, geh raus. Ich mach dich fertig, Junge. Ich leg. Boah, wie die eingebasht. Stopp und die. Tja. Round 4, ich hab die, glaube ich, gerade in den Boden reingebasht. Das ist voll die muskelbepackte Ziege hier. Lass die mal hoch in den Boden rein. So. Oder auch nicht. Boah. Willst du mir verarschen? So, echt krass. Ich will die kaputt machen. Stattdessen macht die mich kaputt. Ja, jetzt los, noch ein Stück. Hey, voll verarschen oder was hier? Du warst schon voll aus dem Ring, du blöde Kackmistziege, ey. Ich ramm dich so in den Arsch. Ohne Scheiß, du Arsch. Ja, nee, ist klar. Boah, die ist voll krass. Die hat's richtig drauf. Sorry. Aber sie müssen jetzt mitkommen. Oh, die kann auch schneller aufstehen als ich. Ich muss sie vielleicht in der Luft treffen. Doin, bam. Oh, nein, okay, also klappt das auch nicht. Boah, voll aus dem. Aber nicht nur aus dem Ring, sondern hier gleich direkt aus dem ganzen Teil da draus gebasht. Ey. Ich werde jetzt hier mit dem Ding wegbashen. Mir doch egal. Bam, bam, bam. Geht nicht. Scheiße. Mit einer anderen Ziege. Nee, geht auch nicht. Ja. You're such a badass. Warum? Yes! Win! Win, win! Arschloch. Hey! Wie das jetzt? Willst du mich verarschen? Wo ist jetzt hier die andere? Die böse Ziege? Die Gegnerziege? Weit geschleudert hier. So, ich glaube, wir haben jetzt hier fast schon alles entdeckt, kann das sein? Oh, was sind hier? Hippies? Oh, ja. Wie er driftet, wie so eine Sau, Alter. Wie so eine Sau. Kann ich doch nicht zulassen hier. Boah. Scheiße. Yo, yo, yo. Der hat seine Freundin gleich umgebracht. Das macht dem auch irgendwie überhaupt nichts aus, ja? Ob ich da ein anderes Auto hinschieben kann? Das da? Nee, kann ich nicht. Ich dachte, so kann ich das andere Auto vielleicht sprengen, ne? Aber dem sollte wohl nicht so sein. Wo rennen die jetzt hier? Wo rennen die hin? Achso, die rennen wieder an ihren Platz. Low Gravity Testing Factory. Ach so. Ja, da wollen wir doch jetzt doch mal reingucken, wa? Low Gravity Testing Factory klingt ja erstmal recht nice. Aber wie komme ich da? Ah, wie komme ich da rein? Vielleicht erinnert euch das Loch. Und dann hier rein. Okay. Das schreit zu nach. Da stehen wir jetzt einfach weg. Hm. Okay, wollen wir hier reinkicken, wa? Was passiert denn hier? Rector Skate. Cool. Rector Skate. Der klingt nice. So, gehen wir da hoch. Juhu! Oh, fuck. Goats. Besser als Skaters, größer als Goats, größer Skater. Hm.
Ja, Auto kaputt machen, ist klar. Okay, jetzt geht's hier nach oben. Ist das da die Testing Factory da drin jetzt genau? Guten Tag, ich bin hier die Ziege. Was kann ich für Sie tun? Warte mal. Wenn wir die da wegbashen, machst du mir das Fensterchen auf. Nee. So, war jetzt eigentlich nicht geplant. Ich bin die Low Gravity Ziege. Erdheim hört. Ja, da klitschen wir jetzt einmal direkt dann durch die Wand. Guck mal, was hier passiert. Jump on Fan. Ja. Da sind wir nun. Im Fan. Na toll. Was eine Aussicht, ey. Was ist denn hier passiert, ey? Ach so, hier war die Tankstelle. Okay. Ja, ist ja auch klar. Repower, war das hier eine Shell? Oh fuck. So ein Assi, Alter. So ein Alter Assi. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Danke. Moment, die zweite Etage der Baustelle noch gucken. Und ihr bestimmt dann beim nächsten Mal, ob ich weiterspielen soll. Ich habe gesehen, es gibt ja auch einen Steam Workshop. Daraus könnte man sich ja gegebenenfalls auch irgendwas angucken. Ach, hier geht's nach oben. Ganz klar. Doin. Ups. Na, das ist aber auch schwierig, ja. Ah, okay. So. Ja, hallöchen. Ich bin die Ziege hier. Mir hat hier nichts zu melden. Ich mache einfach alles kaputt, Mann. Ach. Headbutt Zementmixer. Der dreht sich dann einfach. Das ist echt doof. Okay, alles klar. Naja. Ah, hier geht es dann noch etwas höher. Über die Leiter. Ziegen ja auch so elegant halt Leitern hochklettern können. Noch ein Stück. Höher. Wenn wir mal direkt eine Abkürzung hier lang war. Oder hier lang. Ah, man weiß es nicht so genau. Ah, vielleicht ist ja irgendwas Tolles versteckt. Irgendein riesen Story-Twist oder sowas. Ja, jetzt hat sie die Ziege hingelegt beim Springen. Vielen Dank. Ach, leck mir am Arsch. Ein fucking Jetpack für eine Ziege. Geil. Special R to Jet Deluse. Fuck you! Jetpack! Kann man die jetzt vielleicht auch irgendwie steuern? Ja, da ein, nein, nein, ja, da nein. Ich habe das Gefühl, man kann die doch nicht steuern. Ja, okay. Oh, was ist das? Stonehenge. Ähnlich. Trash the Goathenge. We in your culture. A culture. Irgendwas Ding ist okay, alles klar. Ja. Was gibt's denn jetzt hier noch für Flipping Easy? Perform a successful front or backflip. Okay, wie soll ich das machen?
komme mit der Rektor-Steuerung nicht so recht klar, ehrlich gesagt. Okay, die Akku fährt dann. Okay, so mal als eine kleine Abkürzung. Oh, nein, mehr da lang. Nein. Ach, damit leck mir doch am Arsch hier. Scheiße. Ja, steh auf. Da war ja jemand. Oh, faktische Richtung. Da lang! Nee. Ich goat das nicht. I goat jetzt sozusagen, ja. Aber wie es ruckhält, ey. Wie er es einfach ruckhält. Weil ich so einen blöden Scheißrechner habe. Bäm. Kann ich das Ding auch wieder ablegen irgendwie? Tappen? Nee, irgendwie geht das nicht. So, okay. Irgendwie, warum ruckelt denn das jetzt so krass? Time? Eine Uhr? Scheiß auf Time Attack? Start Time Trail. Do you wish to start a Time Trail Run? Score as many points as possible in 60 seconds. Ne, hab ich keinen Bock drauf, ey. Mit dem Spiel ist es doch viel lustiger. Einfach so trotzdem einfach was zu machen. Wow, fuck you. Was hier noch so schön ist? Also irgendwelche merkwürdigen Ziegen. Oh, guck an. Ha, Abkürzung. Tollio. Alter. Ich komme nicht klar. Ich wollte eigentlich jetzt schon vor ein paar Minuten schon aufgehört haben, glaube ich. Da haben wir ja noch weitergemacht. Das ist ja komisch. Ja, könnt ihr ja. Wie gesagt, ne? Schaut, sag mir mal Bescheid, ob ich das mal weitermachen soll oder nicht. Achso, das ist ein Stück Stein. Brauchst doch nicht schreien, ich bin doch bloß eine kleine liebe Ziege. Doing, doing. Okay, cool. Jetzt habe ich es gereilt. Hier mit Rechtsklick. Das war das, was davon stand in der Option mit Trick. Achso, und dann muss ich wieder auf Leertaste drücken zum Landen, oder? Was ist denn da los mit dem da? Dancing! Dancing! With blood in my arms. Wo, fuck? Ich werde sie retten. Oder auch nicht. So, okay, also. Backflip. Nicht geklappt. Mhm. Hey, geil! Perform a successful front and backflip. Hat funktioniert. Cool. Was ist das nächste? Los, come on. Perform a successful double front and backflip. Ja, das war nicht so richtig. Ein bisschen Beeilung hier. Oh man. Doing. Okay, es müsste auch von der Höhe her theoretisch reichen. Na, nee, doch nicht. Hoffentlich bin ich hier tatsächlich irgendwo drauf hüpfen. Wie zum Beispiel hier drauf, ne? Doing. Doing. Jetzt, Achtung. 1, 2. Hey, flipping normal. Okay. Get really big ass score. Ne, da hab ich keinen Bock drauf, ey. 1. Jump on mattress. Juhu. Juhu. 1, 2, 3. Yeah, triple backflip.
Super Goat. Ja. Weil das ja klar ist. Doin. Ey, das ist die Idee, ey, wie ich den LKW da zerstören kann. Los, komm, jetzt steh auf die blöde Kuh. Ziege. Eine Kuhziege. Ziegenkuh. Ziegenkuh? Ach nee, das ist die männliche Ziege, der Ziegenbock. Das ist ja cool. Warum gibt es denn keinen Kuhbock? Dance, oh yeah. Oh, 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 oh. Ja. Hat nicht geklappt. Scheiße. Man kann ihn nicht zerstören. Was? Unzerstörbar. Ja, Leute, und damit verabschiede ich mich mit einem wunderschönen Blick von überhalb. Von unterhalb. Von Goat Town. Ja. Und direkt in den Ring. Warte mal, wir können hier mal so einen Typen mitnehmen. Ja, du kommst jetzt mit. Das ist zwar kein Typ, sondern ein Typine. Wie diverse Leute auch sagen, eine Männin. Ja. Hallo. Ja, wir sind ja am Rande der Welt. Dann loslassen, mal gucken. Achtung. Oh Mann. Ja, Leute, also, wir sehen uns dann im nächsten, weiß nicht, Part, Projekt. You never know. Also, macht's gut, bis dahin und tschaußen.